Heute der heiße Draht mit einem Hauptgewinn von sage und schreibe 2,50 Euro. Ach was, das ist der Einsatz heute? Ja. Das ist verboten. Okay. Glücksspiel. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmir-Kanal. Heute der heiße Draht, der ganz heiße Draht, fast so heiß wie ich. Nein, das ist okay. Das ist okay. Ich kann damit leben. Mit der lieben Nina zusammen heute. Was meinst du, bist du den heißen Draht überwinden kann? Ich habe das noch nie gespielt. Blablabla. Ich habe ein ruhiges Händchen. Ruhiges Händchen. Deswegen kriegen wir das auch mal bei den Playmobil-Sets immer so gut hin, dass wir die ganz kleinen Dinger, wir haben schon so oft die Luxusvilla kaputt gemacht. Also, wenn ihr das mal gesehen habt, also, würdet ihr ausflippen. Ne? Also, die Familie Vogel würde ausflippen. Er ist von Simba und ist ab 3 Jahren geeignet. Ab 3 Jahren, das kriegen wir aber hin. Also, es ist echt schwer. Ich habe schon im Unboxing gemacht, aber es ist echt schwierig, Nina. Also ehrlich, okay. Hut ab, wenn man da wirklich konzentriert bleibt und das durchzieht. Wir schauen erstmal, wie wir klarkommen. Sonst würden wir das ein bisschen ändern, dass wir sagen, wir dürfen 3-mal in einem Lauf das Ding berühren, weil es ist echt mega schwer. Okay. Es ist wirklich sehr, sehr sensibel, sage ich mal. Und ja, probier es einfach. Ich soll anfangen. Du fängst heute an, ja. Mann, egal, rechts oder links. Ich mach dich auch gar nicht nervös. Wie du willst. Ich mach mal. Beides ist schwierig. Klasse! Weil man muss doch erstmal einhaken. Kann ich wenigstens. Klasse! Kann ich nicht wenigstens erstmal einhaken? Doch, darfst du, ist okay. Okay. So, jetzt. Versuch's erstmal einmal. Das ist mega schwierig, ne? Aber auch dadurch, dass es so klein ist alles. Ja, ist. Hallo! Der Sinn des Spiels ist es nicht, alles kaputt zu machen hier, oder? So. Eigentlich müssten wir eine Bestrafung machen, so oft wie wir jetzt hier. 10 Backpfeifen pro Dings. Pro einmal berühren. Okay. So. Also nein, nicht okay. So, okay. Du bist jetzt, okay, auf die Plätze fertig. Fertig, los. Der hat schon geübt. So, dass es auch so laut ist. So, versuch's mal. Ich versuch mal von deiner Seite. Ja, bitte. Eine längere Gerade. Ich mach dich auch gar nicht nervös. Erstmal muss ich das rein. Ein Applaus. Oh, hör auf. Bist du sicher, dass du das schaffst? Ich hab das Gefühl, du kommst gleich da irgendwo dran. Oh, besonders bei diesen roten Teilen ist es schwierig, Nina. Hör auf. Echt gut. Echt klasse. Echt klasse, Nina. Du schaffst das. Du schaffst das. Halt den Sabbel. Ich hab doch gar keinen Sabbel. Ey, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir schaffen es wirklich. Oder Nina schafft's. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Oder Frau Specht. Frau Vogel. Oh, so, jetzt wird's schwierig. Ich muss die Finger wechseln. Schwierig. Mein Herz hat, glaube ich, aufgehört zu schlagen. Boah, das war richtig knapp. Oh, ich schaff das. Ah, das zählen wir natürlich. Das zählen wir. 1-0 für dich. Das muss ich jetzt natürlich ausgreifen. Ja, das war echt gut. Das war echt gut. So. Ich versuch's jetzt auch mal. Ja, aber nicht bitte schon in. Hier geht alles kaputt, drunter und drüber. Hier scheppert. Geh beim Polterabend. Das ist echt ein gutes Konzentrationsspiel und vor allem auch ein Geschicklichkeitsspiel. Ich habe ja gesagt, ich habe ruhige Hände. Ey, guck mal, ich berühre das so nicht mehr. Eben, wo du das Ding hier berührt hast, ist das Ding ausgeflippt. Bitteschön. Verstehe ich nicht. Soll ich mal von der anderen Seite machen, oder? Verstehe ich nicht. I don't get it. Hey. Na, darfst du es nicht zu schnell machen. So, nochmal von vorne. Versuch's mal nochmal von vorne. Ganz ruhig, Nina. Ja, du hast es halt jetzt schon einmal geschafft, deswegen kannst du da so ein bisschen lockerer rangehen. Eine professionelle Hardwire-Spielerin, gesponsert von der kalten Socke. Ich habe da auch mal den Weltrekord aufgestellt übrigens. Ach so, was ist denn der Weltrekord?
3 Kilometer Hotwire. Früher gab es sie in TV-Shows auch so riesengroß. Ja. Oh. So, ich versuch's jetzt nochmal. Ich hab's schon wieder fast hingekriegt. Also Nina ist echt gut. Hut ab davor. So, aber jetzt wieder hoch. Am besten. Ja, ist ja gut, Mensch. Ich hab verstanden. Ich bin schlecht. Ich wegen deiner Frisur. War das jetzt echt nötig? Wir sind hier, um Spaß zu haben, Nina. Und nicht gegenseitig fertig zu machen. Du Loser. So. Best schon, ne? Kahn ist ein richtiger Hater. Also wenn einer uns hatet, dann ist es Kahn. Ich bin auch immer der... Bevor ihr das macht, machen wir das selber. Wir werden so bescheuert gucken dabei. Wenn man so konzentriert ist, hat man so richtig seltsamen Gesichtsausdruck. Also ich vor allem. Also wundert euch nicht, wenn ich doof aussehe. Das sehe ich ja eh die meiste Zeit. Ja, hör auf, mich zum Lachen zu bringen. No. Hast du das die ganze Zeit mit zwei Händen gemacht? Mhm. So, ich werde es aber gleich nochmal versuchen. Das macht ein bisschen süchtig, ne? Mega. Gerade wenn man auch weiß, man ist kurz davor. Also ist es okay, wenn wir mit beiden Händen machen? Ja, ne? Ist doch okay, wenn wir mit beiden Händen machen, oder? Ja. Okay. Aber ich habe mich gerade gewundert, ob ich auch das mit beiden Händen mache. Hier vorne. Musstest du ja wechseln einmal. Ja. So. Ach, mein Herz ist schlägt. Wann ich immer reagiert ist. Viel schlimmer ist dabei... Kriegt man da eigentlich Stromschläge, wenn man da dran fasst? Nein, ne? Das ist kein Elektrozaun. Hey, guck mal, ich bin schon ein, zwei Mal dran gekommen. Kaputt. Ja, ich muss nochmal. Also das hat anscheinend nicht reagiert, weil ich bin schon ein, zwei Mal rangekommen. Und sogar sehr, sehr deutlich. Guck mal, wie ehrlich Kahn ist. Manchmal betrügt er hier auch beim Spielen und cheatet, was das Zeug hält. Das war nix! Okay, bitte. Ich gebe noch nicht auf. Nee, ich gebe noch nicht. Sorry. Das ist auch für kleine Kinder. Das kennt man immer so aus Arztpraxen, wo man dann so Perlen so... Warte mal, würdest du mir damit sagen, dass ich das erstmal üben soll? Ja, zum Beispiel. Da kann man das doch mit so Perlen machen. Ich mach mir gleich einen neuen Account und schreibe ich in die Kommentare was. Nur also wenn das Video online kommt. Also der größte Hater wird Kahn sein unter einem... Ja, ich hab das gar nicht berührt. Ja, natürlich. Das war der Wind. Das war der Wind, der dahin gepupst hat. Gepupst? Ja, ja, stinkt. Das war die Aufregung. Nina weiß, mit Pupsen kriegt man mich. Ja, das ist Kahns liebstes Hobby und. Also ich muss erstmal einstecken. Ich glaube, man fängt eigentlich von hier an. Ist ja nicht schlimm, aber weil hier vorne schon sehr, sehr schwierig ist. Und hier wird es ja eigentlich leichter. Ja, aber ist doch gut. Nein, ist ja auch okay. Ist auch okay, Nina. Ich habe nichts gesagt. Es ist okay. Halt, stopp! Ich werde nichts dran hier rüttelt. Ja, alles gut. Oh, da bin ich dran gekommen. Weißt du eigentlich, aus welchem Material dieses Spielset hier besteht? Und wie wird Simba eigentlich buchstabiert? S-I-M-B-A. Wie der König der Löwen. Stimmt. Oh, mein Auge juckt. Ich nehme mir dieses Auge gleich raus. Na? So. So, ich würde sagen. Reicht jetzt? Nein, reicht nicht. Wir machen daraus jetzt 2-Stunden-Video. Och nö. Doch. Wir gehen live jetzt. 2 Stunden. So, ich würde sagen, jeder noch einen Versuch. Okay. Das heißt, ich habe noch einen Versuch auszugleichen und du dann eventuell unnatürlich. Mann, mir wird voll warm. Ich muss auch anstrengen muss. Konzentration. Ruhe jetzt! Das machst du selber. Ich habe nichts damit zu tun. Ich fange auch mal hier hinten an. Vor allem dieses Kabel, ne? Da kommt man auch irgendwie gegen. Hallo? Was? Oh, hallo, verloren! So, was hast du heute? Brauche ich noch nicht mal ablenken. Leute, Hotwire von Simba
sehr, sehr simples Spiel, aber es macht mega viel Spaß. Man kann das natürlich verbinden mit jeder Challenge, die man möchte. Zum Beispiel mit der Backpfeifen-Challenge. Nein, natürlich nicht. Mit der ekligen Bohnen-Challenge, sehr beliebt. Oder Center Shock Challenge, man kann auch, was weiß ich, Torte ins Gesicht Challenge machen. Oder die Nina Challenge, da tut man so, als ob man jedes Spiel verlieren würde. Und aber letztendlich doch gewinnt. Hallo? Ja? Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Eure Daunenjacke könnt ihr nach unten geben. Wir üben hier weiter Hotwire, den heißen Draht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mit Sound. Ja. Klingt, als wenn man Porzellan zerschmettert, ja. Aber wie klingt auch. Also spielt das bloß nicht in der Küche, wenn eure Eltern gerade nicht da sind und die dann reinkommen, dann denken die natürlich. Ihr nehmt den ganzen Laden die ganze Küche auseinander. Ja? Also ihr wisst Bescheid. Leute, wer hat gewonnen? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, es geht 1-0 für mich aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ach ja, kurz wo die Kamera noch läuft. Das ist Nina gewesen vor 10 Jahren. Das ist ein Junge.